3, 2, 1, 0. Um einen Zeitsprung zu schaffen, müsste ein Raumschiff theoretisch Warp 10 erreichen. Eine enorme Gravitationswellequelle, zum Beispiel die Sonne, könnte dabei wie ein Katapult wirken. Tja, erstmal willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Kip Supernova. Wir beschäftigen uns hier mit Science Fiction und Science Fiction Theorien. Und was ihr gerade gehört habt, ja, das waren die Überlegungen von Commander Riker und Captain Picard in einer Star Trek TNG Folge, wo die Enterprise ein Shuttle aus der Zukunft gefunden hat. Und so umschrieben sie auch den legendären Zeitsprung, den Captain Kirk, Spock und Co. in Star Trek 4 The Voyage Home ins Jahr 1984 vollführten, um die in ihrer Zeit längst ausgestorbenen Buckelwale zu finden, damit diese mit einer mysteriösen Sonde kommunizieren konnte, welche im Begriff war, gerade die Erde zu vernichten. Tja, soweit so gut. Ihr fragt euch jetzt sicher, was hat das alles mit dem neuen Pixar-Film Lightyear zu tun? Nun, ich erinnerte mich schon sehr stark beim Ansehen des ersten Trailers, dass Lightyears Flug zur Sonne sehr stark an den Flug von Kirk und seiner Mannschaft in einem gekaperten Klingonenschiff zur Sonne, um den Zeitsprung zu schaffen. Im oberen Bild, das ist eine Szene aus Star Trek 4, das untere ist eine Szene aus dem Trailer zu Buzz Lightyear. Und Pixar ist eigentlich immer dafür bekannt, eigene Stories, eigene Welten mit ihren eigenen Gesetzen zu kreieren, aber bei dieser Szene habe ich mich zum ersten Mal gefragt, wurde da jetzt bei Star Trek abgeschaut oder ist es Zufall? Und hier kommen wir auch gleich zu meinen neuen Theorien, was die Story angeht. Buzz wird der erste Mensch, der mit Lichtgeschwindigkeit reist. Deshalb der Name Lightyear, Lichtjahr. Das Ganze ist ein Experiment, wo die Gravitation der Sonne zum Erreichen der Lichtgeschwindigkeit ausgenutzt werden soll. Zweitens, aus irgendeinem Grund, vielleicht eine drohende Katastrophe, Angriffe von Feinden etc., muss eine Zeitreise unternommen werden. Auf der Tafel, Moment, ich mache es ja nochmal groß, auf der Tafel, die der gelbe Roboter Buzz, zeigt, sieht man deutlich zwei Zeitskalen, nämlich wo das Verstreichen der Zeit für den Astronauten, in dem Fall Buzz, und der Bevölkerung des Planeten, denke ich mal, wir, in unterschiedlichen Längen angezeigt wird. Während für den Piloten nur Minuten vergehen, vergehen auf der Erde oder auf dem vermeintlichen Planeten, wir wissen ja noch nicht, ob das auf der Erde spielt, Jahre. Das kennen wir ja bestimmt alle. Ja, Einsteins Relativitätstheorie, in der Nähe von großen Gravitationsquellen, also ein Stern, ein schwarzes Loch und so weiter und so fort, vergeht die Zeit langsamer wie woanders. Und übertreibt man das sehr stark, also wie gesagt, große Gravitationsfelder wie die Sonne, große Sterne, schwarzes Loch oder extrem hohe Geschwindigkeiten, in dem Fall am besten die Lichtgeschwindigkeit, verbiegen und dehnen die Zeit. Nun, die Nützlichkeit einer Zeitreise scheint ja allgemein offensichtlich und ist fast immer dasselbe Thema in jeder Science-Fiction-Geschichte. Reise in die Vergangenheit, um etwas zu verhindern, etwas zu korrigieren oder auch Informationen aus der Zukunft dem eigenen Ich zu geben. Wie zum Beispiel Biff Tannen aus Zurück in die Zukunft 2, der sich selbst mit Gewinnzahlen zum Millionär machen wollte. Doch, aus welchem Grund sollte man jetzt, welchen Nutzen sollte dieses Überspringen von Zeit, also eine Reise in die Zukunft haben? Hier habe ich meine ganz eigenen Theorien, die sogar sehr simpel sind. Wie gesagt, um Zeit zu überspringen. So könnte man zum Beispiel, sollte die Erde mal unbewohnbar sein, aber in einigen Jahrtausenden wieder sich regeneriert haben,
Menschen in große Raumschiffe packen und diese in die Umlaufbahn eines massiven schwarzen Lochs zu bringen. Ja, je nachdem, wie massiv das schwarze Loch nun ist und wie groß ist, und wie lange man dort verweilt, verstreicht die Zeit auf der Erde oder einem anderen Planeten viel, viel schneller, als es für die Menschen macht. Und so könnten die Menschen zum Beispiel nach nur einem Jahr wieder auf die Erde zurückkehren, die in Wirklichkeit 2000 Jahre für ihre Regeneration gebraucht hat. Und hier kommt nun meine Spekulation für Lightyear. Nämlich müssen auch hier die Menschen unter Umständen große Zeitspannen überspringen. Ich zeige gern nochmal, Moment. Ja, dieses Bild, da steht nämlich, wenn man es erkennen kann, ganz oben dieses kugelförmige Raumschiff, us, also wir, und dann das Raumschiff, also dieser Flitzer von Buzz, you, wir, Jahre, du, Minuten. Also muss Buzz vielleicht in die Zukunft reisen. Unten sieht man nochmal dieses schematische Bild, Hyperspeed. Wie gesagt, die Sonne wird als Katapult benutzt, um Hyperspeed zu erreichen. Das ist die große Frage. Geht es hier um eine Rettungsmission vielleicht? Oder wie auch immer. Warum muss er diese Zeit überspringen? Oder handelt es sich überhaupt um eine Zeitreise? Oder nur um ein Experiment zur Lichtgeschwindigkeit und Buzz landet nur aus Versehen in der Zukunft und bekommt jetzt praktisch das hier in der Zukunft erklärt und vielleicht die Spekulation, wie kommt er wieder zurück? Aber was hat es dann mit diesem kugelförmigen Raumschiff oder diesem kugelförmigen Gebäude zu tun? Eine weitere Theorie könnte natürlich sein, dies spielt gar nicht auf der Erde. Die Menschen sind irgendwie auf einem fremden Planeten gestrandet und arbeiten jetzt an einer Lösung, davon wegzukommen. Wir können nur spekulieren. Und wir können nur spekulieren und abwarten. Aber eines ist klar, den Zeitsprung zur Sonne als Katapulteffekt scheint auf jeden Fall Bestandteil dieser Story zu sein. Tja, das war's von mir. Ich halte euch auf den Laufenden mit meinen Theorien und wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen Pixar-Film Lightyear. Vorher kommt noch Turning Red im März raus, da freuen wir uns auch drauf. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund und tschüss.